Guten Tag, es ist ja ziemlich warm und ich habe jetzt mal angenommen, dass Arktiseis schmilzt. Also Arktis im Norden, ne? Und wenn man jetzt hier Arktiseis, freie Bilder, habe ich eingegeben, wenn man sich die verschiedenen Bilder anguckt, oh yes, das Maria, ne, das sieht ja alles furchtbar aus und das ganze Eis ist weg und ach, und die armen Eisbären und so weiter. Aber die sind ja immer mehr geworden, nebenbei gesagt. Aber es wird ja anders dargestellt und naja, und so weiter und so fort. Akademie Radi hat immer einen sehr schönen Vergleich schon wieder angestellt. Da ist nichts. Also ruhig bleiben. Kein Problem. Aber es soll ja angeblich der Meeresspiegel steigen, wie verrückt, wenn das Arktiseis schmilzt und das Arktiseis, das ist ja nun mal Eis, was nur im Wasser schwimmt. Im Wesentlichen. Gut, Grönland, da haben wir noch einige Gletscher, aber wir nehmen mal an, bloß das Arktiseis schmilzt, dann soll ja der Wasserspiegel ansteigen. Und ob das stimmt? Ich habe einen kleinen Versuch gemacht, kann jeder zu Hause nachmachen. Ich gehe jetzt gleich drauf ein. Also, seid gespannt. Bis gleich. So, warum habe ich dieses Biergläschen hier stehen? Na, erstens habe ich es gefunden. Das war mir zu schade zum Wegwerfen. Dann habe ich es einfach mit nach Hause genommen. Beim Spazierengehen findet man so allerlei. Naja, gut. So, wahrscheinlich vom letzten Schützenfest. Aber was habe ich hier in dem Bierglas? Gucken wir uns, ja, sieht man das? Gucken wir uns das mal von nahem an. Hier ist Eis drin. Das Eis schwimmt. Es guckt teilweise oben raus. Naja, vor 2 Minuten, es ist ziemlich warm heute. Vor 2 Minuten habe ich es reingetan. Und hier oben, hier. Genau an diesem Dach des Zeltes, des Bierzeltes. Da ist der Flüssigkeitsstand. So, und jetzt ist die große Frage, aber ich denke mal, eigentlich weiß das jeder vernünftige Mensch aus der Erfahrung einerseits, aus der Physik andererseits. Was passiert, wenn das Eis geschmolzen ist? Ist der Wasserstand höher oder niedriger? Ich frage das ganz bewusst, denn wenn die Polkappen schmelzen, na, dann kommt ja das ganze Eis wieder ins Wasser. Nebenbei gesagt, die Polkappe im Norden, die sitzt nicht auf Land. Das heißt, wenn die abschmelzen sollte, wobei Wikipedia selbst auch gar nicht davon ausgeht, dass die Polkappe in der Antarktis abnimmt, sondern eher noch zunimmt. Aber okay, ne? Wenn die nördliche Polkappe also abschmelzen sollte, dann müsste ja der Meeresspiegel steigen. Sieht man das eigentlich, dass das Eis schwimmt? Ich hoffe. Aber ich denke mal, ihr könnt mir das glauben. Ich habe bis jetzt noch nicht geschwindelt in meinen Videos. Beziehungsweise, wenn ich mich geirrt hatte, dann hatte ich das auch immer wieder korrigiert. So, jetzt können wir nicht so lange warten. Ich mache das Video einstweilen kurz mal aus und warte, bis das Eis wirklich geschmolzen ist, was sich dann mit dem Wasserstand getan hat. Also, bis dann. Naja gut, bei der Wärme geht das relativ schnell. Man sieht, es ist nur noch wenig Eis drin. Was hat sich mit dem Wasserstand getan? Ja, nix. War ja logisch, ne? Ich warte noch, bis alles Eis zu Wasser geworden ist. So, jetzt ist alles geschmolzen. Was ist passiert? Man sieht es, das Wasser ist kalt geworden, was vorher im Glas war, durch die Schmelzwärme des Eises. Aber der Wasserstand ist gleich geblieben. Also, lassen wir doch die Polkappe im Norden wenigstens mal schmelzen. Und wenn wir Wikipedia glauben, dann wird die im Süden ja eh nicht abschmelzen. Also, nichts passiert, gar nichts. Was soll schon sein? Gut, wenn das wirklich so ist, dass das Wasser, was auf der Landmasse ist, also was ja laut Wikipedia sowieso nicht so doll in der Antarktis schmelzen wird, egal, das wird sogar noch zunehmender. Wenn das schmelzen würde, dann würde sich der Meeresspiegel um ein paar 20 cm erhöhen. Das kann ich dann im Video noch mal kurz, ich habe es nachgerechnet, weil ich wollte es ja selber nicht glauben, das kann ich dann noch mal kurz nachreichen. Ich weiß nicht, ob ich dazu Lust habe, es ist eigentlich eine triviale Rechnung, man setzt das in die Formeln ein, vergleicht das und fertig, da ist also nichts dabei. So, aber Angst vor dem Klimawandel, was das Ansteigen des Meeresspiegels angeht, ich hab's ja nicht. Wer es auch nicht hat, der kann es ja gerne in den Kommentaren schreiben. Aber bleibt bei diesem Thema und nicht so wie beim letzten Video von Peter Hane, meckert da nicht rum und schimpft nicht auf die Regierung. Die ist doch die beste, die wir haben. Besser gesagt, das ist die beste, die sich dieses dumme Volk wählen konnte. Selber schuld. Na denn. Also,
Bis zum nächsten Video. Macht was, aber macht's gut. Tschüss, tschüss.